So, am Anfang wählen wir natürlich erstmal einen Kerl aus. In dem Fall ist immer ein Kerl. Dann suche ich eine passende Friese zu mir, weil wir wollen ja sozusagen mein Leben nachspielen. Ich bin ja blauäugig. So, und ich habe eher so... Ne, solche Lippen habe ich bestimmt nicht. Ne, so Hasenzähne habe ich ja nicht. Ja, ich will jetzt den Mund nehmen. Ist nicht so der Fleisch. Ich weiß nicht. Ne, nicht mehr, ich nehme den. Ich habe so kaum Lippen. So, dann... Der ein oder andere, der mich zurzeit kennt, weiß, dass ich so ausschaue. So, Cappy trage ich ja eher nie. So, dann irgendwie so ein... Ich habe immer so Nerd-Shirts an. So daheim. So was, so gebrandetes. Ne, das ist doch besser. Das nimmer. Bei Hosen eigentlich so immer eine entspannte Jogging. Passende Schuhe. Da würde ich jetzt... Ja, ich trage ganz gerne braune Schuhe. Und ihr kennt ja meine Brille. Meine Brille ist dunkelblau. Aber dunkelblau gibt's nicht. Dann bleiben wir bei schwarz. Das passt immer noch dann am besten. So, jetzt können wir sagen, wie soll denn unser Charakter sein? So der Typ Superstar, Mr. Meister der Videos. Dein einziges Ziel ist es, mehr und mehr zu machen. Jeder Like und Abonnent zählt, ob man habgierig ist oder und so weiter und so fort. In dem Fall würde ich mich jetzt einfach mal ganz bescheiden, wie ich bin, würde ich sagen, ich bin Superstar. Und jetzt kann man sagen... Gaming, Musik oder Kochen. In dem Fall ist es natürlich klar hier Gaming. Beziehungsweise lasst uns mal Musik machen, weil dadurch das Gaming schon gemacht habe, lasst uns doch einfach mal Musik machen. So, mein Name ist natürlich Alcaramba und der Name meines Kanals ist Deluxe Music. Den Namen habe ich noch nie gehört, das ist rein zufällig gewählt. Keine Copyright-Verletzung, hoffe ich mal. So, in diesem Raum begann ich mit meinem ersten Videoaufnahmen. Ich war gerade mit meiner Mutter hergezogen, hatte nicht viele Freunde in der Nähe. Schauen wir uns die ersten Dinge mal genau an. Wirf einen Blick durch dieses Zimmer, bevor du lernst, die Nummer 1 im YouTubers Live zu werden. Also, ja, erstmal müssen wir hier rotieren. So, erstmal kriegt man so die Standardsteuerung erklärt. Lieder aus dem Regal, Videos erstellt. So, das heißt, geht zum Regal. Musiksammlung öffnen. Stairway to Hell. So, und jetzt wähle ein Lied, Musikgenre aus. Klar, wir machen natürlich ein Cover. Musikgenre. Wir machen jetzt da ein schönes Rockcover. Und das Instrument ist natürlich Karaoke-Mikro. Und damit startet schon das erste Video. So, dann wählen wir hier den Arbeitsplatz aus. Auflösung, natürlich erstmal eine niedrige Auflösung. Der Rechner ist noch nicht so wirklich geil. Mono-Ausgabe, richtig gut. Greenscreen, haben wir keinen. Dabei kann man da Musikvideos scheinbar drehen. Also, wie gesagt, habe ich auch diese Art von Karriere habe ich noch nicht gespielt. So, und jetzt kann man das Video natürlich benennen und wir sagen Stairway to Hell Cover Best EU. Mal ein bisschen Clickbait, ihr wisst, ganz wichtig auf YouTube. Ohne dem geht's nicht. So, und jetzt, du hast die nächste... Und jetzt müssen wir dazu passende Sachen machen. Ich hab die Akkorde vergessen, dann gibt's einen mörderischen Blick. Liziell laufe ich, das ist dann ein sinnloser Kommentar. Okay, das war's schon. So leicht macht man also Musikvideos. So, und jetzt wird hier gerendert. Das heißt, ich nehme jetzt das Video, so wie es ist. Und sag ja. Fertig, rendern. Jetzt kann ich da noch sagen, hier, der weiche Fokus soll noch mit rein. Und der Titel wird gewählt. Und dann wird das jetzt gerendert in 1,8 Stunden. Und hochladen. Je mehr ihr Videoschnipsel habt, desto höher geht die Zeit natürlich. Und auch desto höher wird das hochladen, weil klar, das Video wird ja damit größer. Und das ist ehrlicherweise wirklich so. Also das, so passiert es. Man nimmt erstmal das Video auf, auch wenn es jetzt ganz kurios klingt und natürlich meist komplett logisch ist, aber es ist wirklich so. Und dann geht man hin und wählt das. Man hat natürlich jetzt hier nicht solche merkwürdigen Sachen, die man zusammenfügen muss, aber es ist sonst doch so. Und dann wählt man einfach das Video aus, rendert es dann und lädt es dann in Anschluss hoch.
Was man hier nicht machen muss, ist das Video sozusagen noch für YouTube vorbereiten, weil das müsst ihr ja auch noch dem Video auf YouTube einen Titel geben, Bilder erstellen und sowas. Das geht hier natürlich nicht und das ist hier nicht der Fall. So, dann sehen wir hier das Ergebnis, neuer Rekord, Interesse mit 87 ist recht gut. Instrument und Lied ist so semi und dann verdient man Erfahrungspunkte und steigt halt dann auch da im Level auf. Je höher ihr im Level kommt, desto höher ist das Ergebnis und desto mehr Zuschauer erreicht ihr. Und jetzt wird das ganze Ding einfach hochgeladen. Da seht ihr schon, jetzt wird es gerendert. Und jetzt wird es hochgeladen. Und er muss jetzt aktuell jeden Monat noch einen Test schreiben, weil er ist einfach noch frisch. So, und jetzt können wir uns die Kommentare mal durchlesen. Ja. Ach, jetzt muss ich erstmal lernen. So. Das heißt, er muss immer lernen. Und wir sehen, die Leute finden das Video ganz gut. Wir haben schon ganze 55 Aufrufe und 11 Cent verdient. Und jetzt muss man natürlich eben auch, weil wir sind ja noch jung YouTuber, der bei Muttis wohnt. Also müssen wir auch ab und an immer wegen dem Test alles klar machen, weil jetzt wird es erstmal eingekauft, weil auch das passiert über dem PC. Wir sehen oben $100 haben wir. So. Und jetzt müssen wir einkaufen. Kaufe ein Lied. Das heißt, warte mal. Da gibt es Instrumente. PC-Welt. Okay, wir sind hier schon richtig. Das heißt, also wird hier ein Lied gekauft. Da kann man natürlich wahrscheinlich schauen, die Liedbewertung, wo der ganz gut aussieht. Classic C-Mog. Aha. C-Mog schaut ganz gut aus. Sonst will man noch eine angesagte Wiedergabeliste. Nonstop. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles richtig mache. So, jetzt habe ich das alles mal gemacht. Jetzt kann ich hier aufrüsten. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, was ich da jetzt gerade mache. So, und jetzt gibt es hier ein bisschen Mucke rein. Und ich glaube, ich habe gerade einen riesen Fehler gemacht. Denn ich habe gerade mein alles Geld auf Aufrüsten gemacht. Und das war nicht so clever. Denn ich bin pleite. Da hilft nichts. Da hilft nur eins. Zählen wir erstmal. Oh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch so weitermachen kann. Egal. Wir gehen jetzt erst nochmal lernen. Essen ist immer daheim bei Mutti. Da gibt es hier schön, da ist alles da. Die Notdurft und alles andere, da braucht ihr nichts machen, sondern ihr seid wirklich nur für euch daheim zuständig. So, wie gesagt, das brauchen wir erstmal wieder Kohlen. Ich hoffe, das geht jetzt noch so. Wir spielen einfach mal weiter. Essen müsst ihr natürlich auch ab und an. Das gibt es ja hier drüben. Und wir sehen, wir haben schon ganze 60 Cent verdient mit unserem Video. Wie gesagt, es gibt auch nachher noch die Möglichkeit, arbeiten zu gehen. Wir sehen hier übrigens jetzt da das Thema Prüfungsdatum. Und da sehen wir, wie gut wir vorbereitet sind, wie oft wir gelernt haben. Das ist eine Pflichtveranstaltung, da können wir nicht aus. Jetzt schlafen wir erstmal. Ansonsten gibt es natürlich auch Freunde, mit denen wir chatten können. So wie man es halt als YouTuber macht. Man muss ja sich mit Leuten unterhalten. So, und in Anbetracht dessen, dass ich jetzt gerade nichts machen kann und meine Aufgabe mit Kauf ein Lied gerade nicht so hinhaut, machen wir nochmal ein Video. Und wir sehen, Stairway to Hell ist gerade nicht mehr so angesagt. Das sieht man hier an dieser fallenden Rate. So, wir machen nochmal ein Cover. Sagen jetzt aber, gehen wir in den Bereich Pop. Und weiterhin natürlich Karaoke-Mikrofon. So, wir sind auch ein Level aufgestiegen. Da sieht man, was es dann fürs Level gibt. Maximale Glühlampenhöhen. Glühlampen ist das, wo ihr dann rendert und sonstiges. Also das dann alles sozusagen mit sich bringt. Ist der Stairway to Hell Cover. Akku. Bringt zurzeit auch ganz viel Klicks. So, das Lied beginnt. Sarkastischer Kommentar zum Yeah. Ja, das war, ist gut angekommen, das war genau richtig. Falschen Akkord. Professioneller Kommentar. Auch das lief gut. Perfekt.
Da habe ich jetzt alles richtig gemacht, so gesehen. Also alles auch perfekt gesungen. So höre ich mich, das ist übrigens live gesungen von mir im Spiel. Da hört ihr also keinen Unterschied. So, das ist alles ideal. Geht genau so raus, wie es rausgehen soll. So, und das wird jetzt mal gerendert. Da haben wir auch einen neuen Rekord. Wir steigen natürlich auch in den Levels jetzt auf. Das wird jetzt auch hochgeladen. Und da gibt es jetzt eine neue Karte. Das sind diese Karten, wo ihr gerade gesehen habt, dass ich das im Video machen kann, um da eventuell so dem ganzen Video so einen gewissen Effekt und Kick und Flair zu geben. So, in der Zeit können wir mal wieder lernen gehen. Weil, wie gesagt, Schule ist wichtig zu Beginn eines YouTuber-Lebens. Zwischenzeitlich können wir auch mal mit unseren Leuten chatten. Sagen hier, was weiß ich. Der Eric ist ein feiner Kerl. Mit dem labern wir erstmal. Ach, der Computer arbeitet. Da kann man nichts machen. So, jetzt nicht, dass Mutti reinkommt. Die Mutti ist nämlich ganz schön streng. Teilweise. Wir sehen Abonnenten schon. 113 konnten wir für uns gewinnen. Jetzt kommt Mutti. Mutti, was willst du? Oh, sie ist... Oh, sie ist, glaube ich... Ah, ich habe eine Menge gelernt. Mutti ist happy. So, und Aushilfsarbeiten kann ich machen. Das Aushilfsarbeiten sind sehr wichtig, denn ihr habt ja gesehen, ich bin ganz schön pleite. Das heißt, jetzt gehen wir erstmal fleißig Schuhe putzen. In der Zeit rendert auch das Video dann da weiter. So, Stairway to Hell. Läuft auch gut an. So, wir kommen wieder nach Hause, haben fleißig gearbeitet. So, jetzt wird erstmal geschlafen, danach wird was gegessen und dann gehen wir auch schon wieder arbeiten. Weil ich will das eine Lied kaufen, das ich vorher so vermasselt habe. So, immer, der macht immer schön brav sein Bett. Man kann auch das Zimmer so ein bisschen mit Dekoartikeln aufrüsten, aber das ist, glaube ich, dann eher für die Frauen interessant, die so dieses Thema. Ja, ich habe das Spiel schon ein paar Stunden gespielt, aber ich habe bis auf einen Mülleimer noch gar nichts gekauft. Das ist mir ehrlicherweise schnurzpiep egal. So, und jetzt gehen wir mal arbeiten. Mal wieder schön Schuhe putzen. So macht man das als junger YouTuber. Man geht irgendwie zum Hauptbahnhof, nimmt Schuhwichse mit und geht ordentlich erstmal Schuhe polieren. So, und jetzt können wir auch einkaufen gehen und uns ein Lied kaufen. Nachdem ich jetzt weiß, was ich vorher falsch gemacht habe. Wie gesagt, das ist halt doch was anderes, als dann nochmal bei dem ganzen Thema das zu machen, wie es vorher war. 39 kostet der Song, aber der Song, glaube ich, kommt ganz gut. Aber der Beat gefällt mir nicht. Schauen wir mal, was hier so läuft. Bam, bam. Der trendet ein bisschen. Mal reinhören. Ich finde, der swingt. Das ist schon mal ein gutes Lied. Rock Radio, was kommt da so? Bisschen in den Rock-Bereich. Kommt auch nicht schlecht. Ach, wisst was? Das kaufen wir jetzt einfach. Und was das Schöne hier ist, man bekommt hier Amazon Instant Prime sozusagen. Das heißt, man bekommt sofort hier das eigentlich zugeschickt. Dauert immer nicht lang. Ich tu mal ganz schnell schlafen. Da ist es nämlich schon. Zack, wird geöffnet und schon haben wir das Lied in unserer Sammlung. Und das nehmen wir natürlich gleich mal auf. Weil klar, neues Lied. Da seht ihr, geht auch richtig steil. Da gibt es natürlich wieder ein schönes Cover. In dem Fall so eine nette Rock-Variante. Und da wieder mit dem guten Karaoke-Mikrofon. Der Arbeitsplatz bleibt erstmal gleich. Auch den könnt ihr natürlich aufrüsten. Genau, so ein Need You Cover from Maus. Auch der trendet gerade ganz, ganz hart auf YouTube, deswegen nimmt man den natürlich auch. Wir begrüßen wieder mal. Ja, und das läuft gut. Ein lustigen Kommentar. Yeah. Okay. Singen einen Kommentar. Singen müsste doch gut ankommen. Ja, okay. Okay. War jetzt wohl nicht so krass.
Aber wir kriegen immer mehr Abonnenten. Das ist ja schon mal wichtig. So, das läuft ganz gut. Also das Rendern, das bringt uns ordentlich was. So, und ihr seht jetzt auch, dass das schon immens viel länger dauert, alles. Aber wenigstens das Interesse ist interessant, Lied ist auch gut, Ergebnis passt. Also von dem her, wir steigern uns dahingehend schon massiv. So, und jetzt gehen wir mal wieder in die Schule. Weil, wie gesagt, die Prüfung, wir wollen da ja gut bestehen, ist am 31. Januar, das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir wollen ja auch, dass Mutti zufrieden ist, weil wenn Mutti nicht zufrieden ist, nimmt die uns am Ende noch den Rechner weg. Und wir wissen, das ist die Höchstbestrafung für uns Kinder gewesen. Oder die Kinder, die einen Rechner in der Schule hatten. So, jetzt haben wir einen Talentpunkt aufgestiegen. Das heißt, wir können jetzt mal hier sagen, mit Covern und Duetten erhältst du 6% Abonnenten. Und wir machen gerade noch Cover. Also das ist perfekt für uns. Schön hier Cover. Zurück in die Schule. Die Aufgaben immer mal erfüllen. Meist gesehen. Auch da ist es natürlich interessant. Kauf ein Lied. So, jetzt würde ich sagen, wir essen mal eine Kleinigkeit. Und gehen danach mal wieder arbeiten. Auch bei der Arbeit bekommt ihr dann immer mal bessere Jobs, die auch da mehr Geld einbringen. Und irgendwann müsst ihr natürlich dann nicht mehr arbeiten, sondern es läuft dann durch YouTube. Oder YouTube, so wie das, glaube ich, hier genannt wird. Und hier auch, wir sind Level 3. Neue Karten gibt es dafür und pipapo. Also aktuell ist die Ernährung, glaube ich, immer sehr fixiert auf Mama. Später gibt es dann auch so, dass ihr euch nur noch von Sandwiches gefühlt ernähren müsst oder sonstiges. Also das ist da schon wirklich so gefühlt ein bisschen nah dran. Also ich bin jetzt auch nicht so der Koch. Aber klar, gibt es andere YouTuber, die das dementsprechend natürlich ganz anders machen als ich. So, wir sehen hier mal wieder unser Video. Und da können wir jetzt auch mal sehen, was die da so sagen. Beeindruckend, ja. Die sind alle krass. Und hier, Karaoke ist nicht gerade die beste Wahl für einen Rush. Du hättest da ein anderes Instrument nehmen sollen. Echt schade. Da kann ich natürlich hier im Auge behalten, was die da so weiterhin sagt. Aber jetzt sind wir erstmal müde. Erstmal wollen wir schlafen. Aber ansonsten geht das Lied ganz gut steil. So, und jetzt natürlich gleich wieder das nächste Video aufnehmen. Wir bleiben beim Cover. Wir haben ja einfach nicht viel anderes. Und machen jetzt hier mal eine schöne Elektronummer draus. Und natürlich, Elektro passt einfach das Karaoke-Mikrofon wie immer perfekt. Auch da, wie gesagt, wird man später auch sich noch andere Sachen holen. Das ist dann da schon noch variabel. Aber am Anfang ist man einfach, wie auch da im echten Leben, gebrandet auf wirklich Low-Budget-Equipment, sage ich mal. He knows I need you cover. Das heißt natürlich ab sofort Ryukat knows I need you. Cover. Ach, Cover, wer braucht das schon? Das weiß ich alles selber. Manche Sachen erklären sich von selbst. Die Karten werden auch immer mehr, natürlich. Ich sing falsch. Wenn ich falsch singe, das gibt natürlich einen ernsten Kommentar. So, die Mutti ist drin, während wir aufnehmen. Auch das passiert in der Jugend öfters mal. Oh ne, das ist ein Kumpel, das ist gar nicht Mutti. Was will denn der Kumpel? Digga, ich nehme gerade auf. Hast du nicht gesehen? Ich war mitten in der Aufnahme, du rennst wieder rein. Mann, Mann, Mann. Also, muss man sagen, hat jetzt der andere ganz schön verkackt. Rennt mir da einfach so ins Bild. Ich glaube, es hackt. So, wird mal wieder gerendert. Neuer Rekord. Interesse noch immer interessant. Instrument, Lied. Das läuft alles noch. Und da wird es hochgeladen. So. Der will hier ein Lied hochladen. Das ist immer ganz gut. Weil ein Auftrag-Cover ist ganz, ganz nice. She's got ein Karaoke-Mikrofon. Weil dafür gibt es immer Kohlen. In dem Fall kommen dann Kumpels und sagen, hey, mach doch mal. Und das Schöne ist auch normalerweise, oder da kommen wir dann immer das Lied von dem, dafür auch noch kostenlos gestellt. Tanzende Begrüßung machen wir mal. So, und da ist auch schon das Lied. So. Da gibt es natürlich ein Cover. Das klingt mir so poppig. Deswegen machen wir da eine Pop-Variante und da wieder natürlich das gute alte Mikro. Zack. Ah, jetzt habe ich das Video-Lied nicht umbenannt. Das gibt natürlich wenig Klicks.
aber irgendwie hört sich dann alles doch so ein bisschen sehr gleich an, muss ich gestehen. Das war gut, der sarkastische Kommentar perfekt gewählt. Klingt, wenn das Instrument schief klingt, muss man natürlich professionell bleiben. Mache ich übrigens genauso, wenn ich render, dann sage ich, der Computer arbeitet. So, jetzt hoffe ich, das geht jetzt von selbst, Begleiter. So, die waren jetzt da nicht so happy, aber immer noch gut. So, jetzt machen wir hier weiter. So. Ja, ist, glaube ich, im Prinzip eigentlich fast egal, wie rum. Zack, Rendern dauert auch wieder. Interesse ist gut, Lied ist gut. Also es schaut nach einem guten Lied aus. Damit könnten wir uns hier, ich wollte gerade sagen, wir pushen uns hier hoch in fast ungeahnte Sphären. 1000 Videos, 1000 Mal wurde unsere Videos schon angeschaut und wir haben schon 500 Abos. Und damit bam. Und jetzt können wir unser Zimmer umgestalten. Jetzt kommt Mutti. Oh, Mutti schimpft mit uns. Wir haben wieder zu wenig gelernt. Das mag Mutti nicht. So, jetzt gehen wir einkaufen. Ja. Gehen wir vielleicht erstmal irgendwo dahin. Und jetzt gehen wir einkaufen. Ab und an backt es so ein bisschen. Ihr seht's. Er mag jetzt gerade noch nicht so. Nee, mag gerade nicht. Ich kann auch leider gerade vielleicht. Jetzt. Alter. Okay, er ist gerade einfach, er ist gerade knatschig. Der will nicht mehr. Ach nee, geht gar nicht. Haha, weil wir gerade noch ein Lied hochladen. Deswegen hat er aber auch ruhig mal was sagen können. So, jetzt haben wir auf jeden Fall mal das abgeschlossen. Dann kommt er wieder rein. Yay. So, jetzt muss ich erstmal einkaufen. Oh, jetzt erzählt er irgendeine Story. Ja, ja. So, jetzt kaufe ich erstmal einen. So, da gehen wir natürlich zu Idea, ist ja klar. Und da kaufen wir mal. Da kaufen wir mal irgendwie super mal einen ordentlichen Papierkorb ein. So, meist gesehen, 2K schon direkt. Das Lied lief nämlich sehr gut. Und Eric will ich mich jetzt nicht unterhalten. Und da auch 1000 Abonnenten, also da haben wir jetzt gerade ordentlich einen Sprung gemacht, aber jetzt sollte man vielleicht auch mal wieder lernen. In der Zwischenzeit gibt es hier den super Papierkorb, der wird einfach so dahingestellt und das war's. Also, ob man jetzt da unbedingt so dieses umgestalten muss, seinen Raum, lasse ich euch mal dahin. So. Ein Follower gibt mir 50 für eine Notiz. Ist sehr geil. Nein, danke. Unterhalten. Ich bin nicht so der Kommunikative hier drin. Ist mir schon durchaus schon selbst aufgefallen. So. Und jetzt wird nochmal was gegessen. Und danach geschlafen. Ich weiß ja nicht, was Mutti hat. Wir sind doch eigentlich ganz gut unterwegs. Und hier schaut euch mal, wie das Video abgeht. Also da läuft es mal richtig gut. Melde ich für das Konzert an. Da gibt es wohl ein Konzert und das zeige ich euch noch. So ein paar Sachen will ich euch noch zeigen. Ticket kaufen. Das ist am 9. Das heißt, das dauert nicht mehr allzu lang. Und dann kann man nämlich, man ist nicht die ganze Zeit hier nur in seinem Zimmer, sondern man macht auch durchaus mal was anderes. Aber in der Zeit müssen wir natürlich wie immer noch was aufnehmen. Und jetzt machen wir eine Klassik-Variante. Mit dem Karaoke-Mikrofon vielleicht Klassik jetzt nicht so das allerbeste, sondern ein bisschen Elektro. Elektro ist gut. Mach doch Elektro. Ja, genau. Oder wir rüsten noch irgendwie erstmal den PC so ein bisschen auf. Wir pimpen da noch ein bisschen was. Für kleines Geld kann man ja auch schon ein bisschen was machen. Und da bekommen wir nämlich so Renderpunkte dafür.
Wir können aber natürlich auch sagen, nee, wir brauchen einfach hier ein Instrument. Aber da können wir gerade nichts machen. Beziehungsweise, gibt es irgendwas für kleines Geld? Die Mundharmonika. Na also. Ah, ich kann es nicht spielen. Okay. Okay, alles klar. Macht Sinn. Wenn ich es nicht spielen kann, muss ich das natürlich erstmal lernen. Dann wird aber trotzdem der PC ein bisschen aufgetuned. Zwar eine neue Tastatur. Neue Maus. Wir wollen ja natürlich schon uns ein bisschen weiterentwickeln. Neues Mikrofon für den Rechner. So, damit sind wir jetzt schon mal ein bisschen besser. Ein bisschen stärker am Puls der Zeit, sag ich mal. Und hier, 1000 Abonnenten hat uns allein das letzte Video gebracht. Also das läuft richtig, richtig nice. So, Tastatur. Zack. So, ich werde jetzt nochmal fast lernen gehen. Und nochmal arbeiten. Und da seht ihr, Zeitung austragen. Das dauert schon länger, gibt aber nochmal mehr Kohle. Und ich glaube, wir schaffen es ehrlicherweise nicht ganz bis zum Konzert, aber da kommt ihr halt auch nochmal raus und es gibt halt so ein bisschen Interaktionen, später geht man ins Kino und sonstiges. Wichtig ist halt eigentlich, man bleibt immer mit Leuten in Kontakt. Das ist so der Hauptpunkt. So, jetzt gehe ich erstmal essen. Ja, dementsprechend würde ich es jetzt auch hierbei belassen. Ihr habt mal einen kleinen Einblick bekommen von diesem YouTubers Live, wie das so aussieht bei einem möchtegern erfolgreichen YouTuber. Damit sage ich vielen lieben Dank. Ich hoffe, euch hat es mal gefallen, auch mal wieder ein ganz anderes Genre bei mir zu sehen. Bis dahin, alles Gute. Euer Alcaramba.